But I know you've got more. Let it all out, Mithra. Stop holding out on me. Es ist schlimm, wenn man durch das Main-Game weiß, was passiert. Also die ganze Zeit gerade. Das ist grob. Oh no. Auch beeindruckend realistisch umgesetzt, dass sie einfach so wütend ist, dass ihr Gesicht komplett ausdruckslos ist. An der Stelle, by the way. So wirklich dieser tote Blick. Daran könnte ich mich nicht mehr erinnern. Das Bild ist verdammt episch. Das ist
Warte, sie sieht die Zukunft? Was eine Szene. Die komplette emotionale Bandbreite. Our nation, our people. My brother, we must flee before we lose the ground beneath our feet. Did you heed me, brother? Im zweiten Mal ist es nicht besser. Wenigstens Milton geht's okay. Anscheinend. Er scheint mir jetzt noch zu leben. Hoffentlich. Jin? Aber wenigstens lebt sie an dem Punkt. Oh. Oh nein. Hugo. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich an der Stelle pausieren soll und was sagen soll. Ich sag's später. Passt schon. Ich kann das nicht pausieren. Also ich könnte schon, aber ich will nicht. Okay, jetzt war eine kleine Pause drin, dann kann ich machen. Nämlich, was ich an dieser Szene so genial finde, ist, dass das Spiel seine eigene Art und Weise gezeigt hat, Tod darzustellen. Weil dadurch, dass man aus dem Main Game weiß, wenn Kernkristalle von Klingen in diese schwarze steinerne Form zurückkehren,
Oder wenn die Klingen in diese Form zurückkehren, heißt es, dass ihr Meister gestorben ist. Und das dann so praktisch als emotionales Element dazu verwenden. Richtig gut gemacht. So eigene Bildsprache. Macht die Szene halt nur noch besser. Elton hat es wohl doch nicht geschafft. Eine schwere Szene nach der anderen. Ich meine, es ist alles so, es ist alles verdammt gut erzählt und aber in so einem Moment wäre man vielleicht froh, es wäre nicht so gut erzählt. Einerseits ist man froh, andererseits nicht. The Royal Spirit Crucible is in Lefthiria. I believe it'll keep this sealed. I see. I have a request for you. I hear that a militia squad has evacuated to Spessia. Give them a message from me. Once things are calm, they should come to Lefthiria. Okay? Understood. I'll do it. Nach diesen Ereignissen hat Mifor sich dazu entschlossen, ihre Kraft in der Form von Paiwa mehr oder weniger zu verschließen. Bis zu jenem Tag. Auch das finde ich einfach so genial. Alle diese Cutscenes sind von vorne bis hinten durchdacht. Es ist einfach super, wenn man das merkt und sie gleichzeitig auch noch so gut sind. Aber das war noch nicht alles. What
is that? Caught up with you at last, Laura. How do you know my name? It knows human speech. But it's not a blade. Gort? What happened to you? It hurt! Oh, the pain! It hurt when you cut my bloody arm off! Is this my arm? Hey, you have an arm! It still hurts. Soll es. It throbs and it just doesn't stop! I can't make sense of this. He's lost his mind. I don't think so. He seems ecstatic. I'll use your blood as a balm for my wounds. How about it? Sound fair? Yeah! Gort ist halt ein Charakter, der einem über die Story die ganze Zeit begegnet. Und er wird immer verzweifelter, bis er dann ja vom Praetorium mitgenommen wird. Und er sagt, sie können alles mit ihm machen, was sie wollen. Das ist das Resultat. Judgment on my mother. You don't know us. Leave it, Laura. Trying to talk to him is a waste of time. He's right. No more mercy. This creature is beyond help. Jin. Hayes. You're right. I won't waste my mercy on him. But I will end his pain. Excellent. Im Übrigen erkenne ich das Theme. Entertainment with you, girl. Hope you're a screamer. Laura. Das Resultat von Rache. By the way. Sammle das mal kurz ein und werf den um, weil ich kann. Chain Attack, okay. Ich denke zwar nicht, dass ich einen Chain Attack auslösen können werde, aber... was mir groß eine Chain Attack bringen sollte, aber man kann es ja mal gucken. Die Möglichkeit erforschen, sozusagen. Auf jeden Fall kann ich jetzt eine Frostwelle machen und das würde ihm auch schon ordentlich wehtun. Aber er tut mir in der Zwischenzeit ziemlich weh. Weiß nicht, ob das so ein guter Trade-off dann ist. Aber wir haben auch schon Erfahrung. Ich meine, wir werden ihn halt nicht erledigen können, aber wir können... Auch eine Chain Attack ist immer noch extra Damage und den extra Damage nimmt man. Jedes Mal, wenn man ihn kriegt. Okay.
Wir können auf Haste wechseln, damit ich auch gleich nicht verreck. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nicht zu verrecken, habe ich gehört. Verdammt, mein Healing wurde unterbrochen. Nein. Mache ich schnell den Windstoß Stufe 3, weil er hielt mich ein bisschen. Weiß ich, ob ein bisschen genug ist, aber ja doch. War Healing, das ich brauchen kann, dann schnell die rote HP wiederholen. Wir können ihn umwerfen. Ich muss nur einfach so lange überleben, bis Jin dran ist. Umgeworfen, perfekt. Dann ist ein Angriff von der Seite und er dürfte down sein. Oh ja, von Rache zerfressen. Shameless. To the very end. You can rest easy now, Mother. Das war auch noch bei in der Nähe des Grabes von ihrer Mutter. Somebody turned Gort into that horrible thing. Did they mean to kill us? I don't know. But Malus dying won't necessarily be enough to bring peace to the world. That I am certain of. As long as there are people, there'll always be strife, I suppose. Don't say that. Things can change. There's always hope. Oh. Don't you think, Jin? Yes, you're right. As long as blades and humans are bonded to each other. Surely, someday. Main Character sein Tetsuya Nomura. Was hat der denn jetzt schon wieder damit zu tun? Ich war gerade sehr nicht bereit, diesen Namen zu lesen. An der Stelle. Ich komme immer noch nicht darüber hinaus, dass es Tetsuya Nomura damit gearbeitet hat. Da sieht man Adam, wie er kurz bevor er sich in einem gewissen Dorf in Lefuria niederlässt, das wir nur allzu gut kennen. Malthus, wie er seine Position als Quester einnimmt, mit Intrigen und noch weiteren Methoden. Don't look back, let the moment
Stimmt, ja, eine Szene fehlt noch. Die Szene, die Jin wohl so geprägt hat wie keine andere. In the course of a lifetime, a man will see uncountable meetings and partings. Yet, as your life's candle sputters and dies, whose face is it that rises to greet you? Happy is the man who can sleep in the comfort of the smile he sees then. No, I don't wish for forever. Even just for one moment, it's enough if it's with her. And yet, what is the man to do who has not been afforded that chance? The road stretches on without end. I cannot but walk down it. As long as I keep walking, I can hold out hope that one day, the time may come when I see her smile again. That hope keeps me afloat. You won't come back. This is the road I must walk. Our paths won't cross. But should we, in fact, ever meet again? On that day, ja, wenn du das die Story vom DSC kennst, bewegt es einen noch ordentlich mehr. Und wenn man die Story vom Main Game kennt, noch ein kleines bisschen dazu. Vor allem erklärt das auch sehr viel, wie sich Jin dann im Main Game verhält bei allem, was er gesehen hat, sozusagen. Warum er das gemacht hat. Und eigentlich sollte das hier ja die Handlung sein, die von Xenoblade 2, also dem Spiel. Aber dann hat man das irgendwann zu einem Prequel umfunktioniert. Und meiner Meinung nach vielleicht das beste DLC, das es jemals gegeben hat. Für mich von allen, die ich gespielt habe, definitiv das Beste. Ich meine, man hat über... Jetzt allein das durchzuspielen, waren 20 Stunden bei mir. Nee, sogar noch mehr. 23, 24. Wenn ich das komplett durchspielen würde. Ja. Sind es noch ein paar mehr. Um es mal so zu sagen. Das Gute ist, man kann ja immer vor dem letzten Bossfight dann wieder reingehen. Ich gehe jetzt auch einfach nur so wieder rein, um das wirklich zu überprüfen, dass man das auch wirklich machen kann. Ja, kann man. Okay. Ja. Was ein Ende, was ein Spiel, was ein DLC. Das hier beendet nämlich gerade meine über 100 Stunden Xenoblade 2 im Stream. Also zumindest story-wise. Es kann gut sein, dass ich für ein paar Nebenquests nochmal zurückkomme. Ich habe das ja schon angekündigt zu diesem Game. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Und das ist ja nicht so, als ob wir da nicht noch die ein oder andere Quest hätten. Nicht wahr? Ja, ich meine, es wäre auch jetzt blöd, sich den Rest anzuschauen, nachdem man das Ende gesehen hat. Das ist dann auch dann nochmal ein bisschen, das wäre auch nochmal ein bisschen blöd.
Aber ja, ich bin auch jetzt nicht mehr in der emotionalen Verfassung, weiter zu streamen. Weil das hat mich schon ganz schön mitgenommen, um ehrlich zu sein. Oh Wunder, oh Wunder.